Mahlzeit Buddies und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die Hard Mode Tag 38 mit den Antares. Moin. Und den Let's Play Buddies. Hallo. Ach Gott, Leute. Ach, gut, dass ihr vor der Aufnahme nicht schon dabei seid. Alles, super. Mit den Antares. Mit den Antares. Also, tut mir leid. Ach, Antares ja, Plural. Tipps umsetzen, ne? Ja, sicher. Ja, du spielst auf jeden Fall wie 5, also kann man schon ruhig sagen. Mit den Antares. Ja, cool. So. Sie. Wir haben gehans-hans-menst. Und was meinst du, hans-menst? Was machen wir jetzt? Ich hab die Schmiede kaputt geschossen, ey. Nee. Ja, 16 Schadenspunkte. Ach, Leute. So, ich werde Ranchen mit Loot-Touren verbinden, ne? Ja, das hast du auch letztes Mal gesagt. Und danach hast du nur gelootet und ich glaube 3 Autos gerancht und jetzt wunderst du dich. Oh, Antares, komm zurück, entschuldige bitte. Ich bin noch da. Guck dir mal an, ich hab 257 einstecken. Hier, hast du die Hälfte. Boah. Ich hab ja alles rausgenommen, weil ich die Fallen gebaut habe. Deshalb, ja, so war das. Und irgendwas fehlte mir für die Fallen und dann hast du noch gesagt, oder wir haben noch gesagt, keine Ahnung. Wer hat denn jetzt das geschmiedete Eisen rausgenommen? Das war ich schon. Sorry, hier. Ich habe gerade gedacht, das ist verbuggt gewesen. Nein, Mann, hier. Ich habe gedacht, wenn du jetzt Ranchen gehst, in der Zeit mache ich neues Eisen, kann ich das schon mal mitnehmen. Ah, oh, Leute, wir sind wieder da. Alter, 3 Eisen. Och, nö, da kein Leben, ey, shit. Wir haben noch irgendwo Leben, oder? Stimmt. So, ich konnte ja, wir haben Leben. Ich konnte nur 25 herstellen. Wie viel Mats hast du jetzt dafür gebraucht? Geschmiedetes Eisen fehlt halt noch. Ach so, na gut, das ist ja nur eine Frage von Lehm einschmelzen, neu craften. Ja, ich pack das mal da rein. Und mechanischen Teile. Ich hab das, die Materialien in die Werkbank gepackt, ne? Ja. So. So. Hä? Ich hab doch eben noch einen 4er Ranch. Ach, da ist er. Okay. Wir haben es schon mal zwischendurch erwähnt, Leute, aber ich erwähn's jetzt nochmal. Zwischen den Aufnahmen bei uns liegt immer eine Woche. Das heißt, wenn wir aufnehmen, die letzten Folgen, dann... Oh, die morgendliche Horde. Jo, ist nur ein Rocker da. Oh, shit. Warte, Jasmin darf. Jasmin ja, muss, ich bin unterwegs, ich bin gleich da. Jasmin warte, muss stopp, mal ballern. Stopp. So. Stell dir einfach vor, du weißt schon. Nochmal? Ja. Nochmal? Nee, komm, einer. Nein. Okay. Ups. Aua, was war das? Gegen meine Metallrüstung. So ein Schlag, so. Ups. Entschuldigung. Das war gut. Sag ich doch. Horror Tower, Leute, ja. Ich geh mal dahin. Ich brauche noch ein bisschen mehr Essen, bevor ich jetzt losgehe. Ich hab Essen. Alles da. Boah, ich hab hier so, ich weiß gar nicht, wie ich das alles verbinde, Leute. Schaut euch das mal an. Das. Guck mal das hier. Seht ihr das? Ich seh's. Und Taris, hast du es dir schon angeguckt? Was denn? Wo denn? In der unten? Soll ich wieder runterkommen? Nein, beim Lasko. Und Taris, komm mal her. Warte mal. Geh nicht zu nah dran. Nein, doch, jetzt kannst du noch, aber du sollst da hingehen, wenn du es nicht mehr kannst. Warte mal. Bitteschön. Ah nee, warte, noch nicht. Ich übe noch. Ich gehe auf Abstand. Oh, cool. Oh, ich glaube, ich habe einen Screamer gehört. Dann lass ihn mal hier reinlaufen in den Zaun. Wo ist er denn? Nee. Ich sehe ihn auch nicht. Ach, da hinten. Da. Komm mal her. Ja, habe ich doch nicht. Ja, lass mal schreien. Lass mal testen. Ja, klar. Hier, die Geschichte. Ja, da kommt schon Grüne. Oh, yes. Und wo müssen ich habe nur eine Shotgun dabei, sehe ich gerade. Wo müssen wir jetzt hin? Oh, die sind aber schnell. Hier. Wir müssen hier rein. Ja, ich bin hier drauf gejumpt. Ja, gut so. Ah, da kommt er. Jetzt. Komm mal hier, komm zu mir. Ein kleiner Vorabtest, Leute, spontan. Da, ja, laufen wir durch. Ja, warte, wir müssen uns besser... Ich kann nicht über den Zaun jetzt. Blutbeutel. Haha. Guck mal, die ist tot schon von den Fallen. Hier sind noch 2. Ja, wir müssen auch in die Mitte, Jasmin. Oh, Jump. Ja, Mann. Da ist er. Er leuchtet. Es klappt. Gruppe. Gruppe, Jasmin.
Ja, Moment, ich hab hier gerade zu tun. Wo bist du? Da. Ja, ist gut, alles gut. Kannst du. Aber es laggt, es laggt, es laggt. Ach so, scheiße. Das ist gerade zu viel Input. Scheiße. Oh, geil, der Lootbeutel war mal super. Echt? Ja, da waren Granaten drin. Warte, warte, lass die Fallen arbeiten. Guck mal, die wollen aufstehen und werden wegrasiert, ey, wie geil. Ja, ich würde doch sagen. Aber wir haben uns ja umentschieden, ne? Wir wollen die Dinger ja hier oben, haben wir's ja gesagt, ne? Hier an der Wand oder hier, ja, an der Wand oder an der Fläche. Und unten wollten wir dann die Iron Spikes machen, richtig? Weil sonst brauchen wir noch sehr viele Klingenfallen und du wolltest nicht mehr so viel wrenchen. Ach, du sprichst mit mir? Ich weiß nicht, was der Plan war. Ich wiederhole ihn gerade nur vom letzten Mal. Ah. Deshalb. Jo, aber, auf jeden. Weil ich habe ja gesagt, wir brauchen noch sehr viele Fallen. Und dann hast du gesagt, oh verdammt, noch mehr Wrenchen. Dann habe ich gesagt, wir könnten die... Ja, mir ist egal, ich kann auch unten den ganzen Graben voller Rotorfallen machen. Ja, lass mal machen. Ja gut. Wrench ich halt. Wrenchen und looten. Nee, das war nicht der Text. Warte mal, habe ich Skillpunkte? Ich habe einen Skillpunkt. Kann ich noch mehr Altstoffsammlung? Kann ich nicht. Ich habe zwei. Wahrnehmung Level 5. Wahrnehmung. Joa. Soll ich das skillen? Ich skill erstmal noch nichts. Yeah, Wissenschaft. Ich könnte auch Chemiker skillen. Gibt es eigentlich irgendwelche Bücher zum Ranchen? Die das irgendwie stimmt. helfen? So, oder stimmt. Oder kann man... Muss auch Perks mal gehen. Wollte ich gerade sagen, kannst du in Ranch irgendwie... es gibt doch... Ich guck gerade schon. Hier, du kannst doch verändern, ne? Da kann ich ja Modifikationen reinmachen. Wenn ich da jetzt irgendwie mehr Schaden gegen Eisen oder so mache, kann man damit dann besser ranchen oder so? Oder gibt's da irgendwelche anderen Teile für? Gute Frage an die Zuschauer, Leute. Habt ihr eine Ahnung? Das wäre der Hammer, wenn da irgendjemand was zu sagen könnte. Jo, finde ich auch. Kann ich den denn wieder aufheben? Hat jemand noch einen Gebietsschutzblock? Wenn man noch keinen geplaced hat, dann kann man die ganz einfach herstellen. Ja, ich habe ja meinen geplaced schon. Ich glaube, ich habe noch keinen geplaced. Ich habe ja meinen im Bunker hier drin. Ja, wenn ich nachher in der Base bin, erinnere mich nochmal dran, dann kann ich meinen auch noch irgendwo hinsetzen. Alles klar, und hiermit haben wir es vergessen offiziell. Wolltest du nur gesagt haben. Da tun wir uns beide, glaube ich, nicht viel. Hau ich mit einem Knibbel aufs Auto. Du. Vielleicht bringt das ja mehr Wrenchen. Jo, da muss ich ja aufpassen eigentlich, denn bei der Base mit den Granaten, ne? Nö, die macht doch nicht so einen Blockschaden, oder? Nee, viel nicht, aber ich glaube ein bisschen schon. Ja, schon. Oh, ich muss schon reparieren. Oh, die Grünen waren aber stark, ey. Die haben das Stahl hier vom Beton schon runtergekloppt. Okay, ich brauche gleich noch Betonmischung zum Reparieren. Das machen wir dann gleich. Warte, wir placen erstmal die ganzen... Ich habe mir das Wort placen schon angewöhnt, ehrlich gesagt. Placen. Habe ich früher nie benutzt. Damit ist es offiziell, ich kopiere Antares. Wieso habe ich das immer gesagt? Ja, von dir kenne ich das jedenfalls. Ah. Placen. So, die setzen wir jetzt so hier hin. Ich weiß, Leute, ich weiß. Ich hätte anfangs mit dem Tower ein bisschen symmetrischer bauen können. Jetzt haben wir es halt so, ne? Tut mir leid. Ist halt so. Jasmin, wie sieht es denn bei dir aus? Ich gucke gerade bei den Klamotten, weil ich ja mal in die Wüste wollte. Ach, genau. Aloe. Aloe und alles. Aloe und Yoga. Aloe und Yoga. Und Vorsicht, Geier, ne? Nimm meine Flinte mit. Oha. Oha. Das sieht aber ungemütlich aus. Was denn?
Ja, ich bin hier gerade in so einen Trailer reingelaufen und dann kam mir so ein Edgar entgegen, der hat eine mit der Keule gekriegt und jetzt hockt er irgendwie über Kopf neben dem Herd. Ja, nice. Ja. Mit dem Kopf über dem Herd? Ja. Also es gab Situationen in meinem Leben. Oh ne, lassen wir das. Lassen wir das einfach. Oh. Ihr wisst schon, was ich meine. Militärsbeinschienen, Sechser. Mhm. Mm, ich bin ein schwerer Rüstungstyp. Munition. Soll ich das echt machen? Also Leute, ich bitte euch wirklich, wenn ihr Tipps habt, ihr seht, ne, ich habe gar keine Ahnung, was ich hier tue. Ne? Also eigentlich wie das ganze Let's Play schon, aber was ich sagen wollte ist Elektrizität und so. Wenn ihr da Tipps habt, wie man was cleverer machen kann. Ich meine, ich habe zwar schon so die Ideen, mehrere Schalter oder so. War das eigentlich eine gute Idee hier mit dem Raum? Ja, oder? Also einfach das, keine Ahnung, helft mir einfach. Sagt was. Zu der ganzen Geschichte hier. Warte mal, ich nehme mal jetzt einfach mal den Laut. Rezept gekochter Maiskolben, ey. Yay. Das ist doch mal was. Das hört sich nach Arbeit an. Ach, also Mais, wenn man das erstmal, wenn man erstmal ordentlich Mais angebaut hat, dann kannst du direkt gekochte Maiskolben draus machen. Die kannst du dann die ganze Zeit fressen. Ja. Ich weiß nicht, ob man das braucht. Ich mache. Was haben wir denn hier? Wozu bräuchte man das? Das braucht man eigentlich. Ja gut, das kann man mit Fallen verbinden. Fallen kann ich. Dafür haben wir geil. Kann man mit Fallen verbinden, aber da bräuchten wir ein bisschen mehr Sensoren wahrscheinlich. Deshalb lasse ich das mal. Das könnte man auch für Garagentore wahrscheinlich nehmen oder so. Oder für Türen, die aufgehen sollen. Ja. Oh. Hans Hansman. Hast du was? Ja, ich mache aber selber eben. Gruppe, Jasmin, ne? Ah ja, stimmt. Entschuldigung. Schon wieder vergessen. Das sind deine Punkte, Mensch. Ich muss ihn entschuldigen. Ich habe keinen Sprit mehr in meinem Motorrad. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Pack dir am besten direkt was in den Kofferraum, wenn du los bist. Hä? Bauplan Mini-Motorrad-Fahrwerk. Ach, geil. Habe ich aus dem Briefkasten gekriegt. Ich habe gerade gedacht, ich habe ein Fahrwerk aus dem Briefkasten gekriegt. Alter, da kriegt man ordentlich Rezepte raus. Briefkästen, na klar. Ja, weißt du, was ich gekriegt habe? Bauplan Schützengewehr. Wer hatte die Idee mit dem Heuballen? Wer war das in den Kommentaren? Labern nicht machen? Nee, Andi. Oder? Oder Andi? Ich habe mir gerade das Bein gebrochen. Was? Andi, bester Mann. Ja. Nur mal so am Rande. Weil ich so blöd. Ich hatte da Holz dran. So. Gut. Wäre der Strohballen jetzt nicht da gewesen, hättest du dir auch das Bein gebrochen. Ich weiß nicht. Okay, Leute, ihr seht, ne, in den letzten Folgen muss ich wohl echt schon zu müde gewesen sein, weil das geht hier problemlos mit dem Zaun. Also gar kein Thema. Also ich weiß nicht, was ich hier gemacht habe letztes Mal. Ich weiß auch nicht. Wir sollten nach 1 Uhr nicht mehr spielen. Also es ging jetzt einfach so, ihr habt es gesehen, letztes Mal habe ich hier irgendeinen Shit gemacht. Also der komplette Zaun steht. Der ist so gut. Hast du gesehen, wie schön die alle gestunt wurden und konntest voll reinzimmern, ey. Ach, hier fehlt's noch. Hier. Das war gerade kurz an dich, Antares, ne? Falls du dich wunderst. Bitte? Deshalb, ich habe keine Antwort bekommen und dachte mir da schon. Hier, der Elektrozaun. Der hat die doch so schön gestunt und da konntest du schön reinbrettern. Schießen. Ja. Ja, okay. Entschuldigung. Schießen. Ja, also mit dem Knüppel komme ich ja nicht ran, ne? Aber ja, das mit dem Stun ist gut. Ich glaube, das macht auch Schaden, ne? Das macht auch, frag Jasmin, die war tot. Oh. Mhm. Also ist nicht wenig Schaden. Nur diese Grünen halten halt viel aus, ne?
Ja. Das ist ja. Okay, guck mal, Leute. Jetzt habe ich doch ein kleines Problem. Ein Ding kann ich nicht verknüpfen. So, ich glaube, das war auch der Andi, der hat auch gesagt, wir sollten. Oh, da ist ein Hund. Wir sollten so Zementsäcke und so mal mitnehmen. Jo, aber das war eher der Tipp, auch bei Facebook zumindest habe ich ihn gelesen. Sorry. Buddy, ich habe den Namen nicht mehr vor Kopf, wollte ich sagen, vor Augen. Ist aber jetzt bei uns schon Geschichte, weil wir haben genug Zement. Er meinte nur, ich sollte lieber die feuchten Blöcke nehmen und die setzen, weil es spart Zeit und Mats. Daraufhin habe ich ihm gesagt, ja, aber wenn man die Eisenframes da aufwertet, kriegt man ohne Ende EP, habe ich ja gesehen. Ne, ja. Also wenn man die Mats hat und die, wir haben ja Gott sei Dank zeitlich vorbereitet alles, dass wir alles schon da hatten, wo wir es brauchen. Und da ist das kein Thema, Leute. Ich würde euch trotzdem empfehlen, wertet die Dinger auf, das gibt EP ohne Ende. Also wirklich, es hat so viel gegeben, diese Betonmischung plus diese hier Stahlaufwertung, das hoch zu aufzuwerten. Am besten habt ihr noch eine Nailgun, dann läuft sowieso. So, kann ich nur empfehlen. Aber natürlich auch guter Tipp, wenn man jetzt Zeit sparen möchte und ist auf die EP nicht angewiesen, dann definitiv die feuchten Blöcke sind sparsamer. Ja, ich glaube, du kannst die Zementsäcke mit einer Schaufel, glaube ich, abbauen. Ne? Genau. Ja. Ich habe das Problem, ihr seht, ich hatte jetzt einmal den Zaun rum, aber der letzte wollte nicht. Was ich jetzt mache, ist, ich verknüpfe die von der anderen Seite und sehe immer, wie sich da einer löst, wenn ich den dran mache. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, das war dann wohl doch der Fehler letztes Mal. War ich wohl doch nicht zu müde. Es geht einfach nicht mehr an den zurück, seht ihr? Er will sich hier nicht mehr... das? Oder ich muss den jetzt hier nach hier. Habe ich denn noch so ein Ding? Wie hieß das nochmal? Elektrozaun oder was? Elektrozaunpfosten. Hast du gelacht? Nein. 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 Aber wie? Nein. Elektrozaun, du Pfosten. Yo, hier wird geranched. Der wird nicht langweilig. Hey, wir hatten das ganze geschmierte Eisen. Nur noch zwei. Und 25 Granaten, Antares war hier. Yo. Stahl, ah, perfekt. Gott. Oh. Verdammt, sag ich mal. Holz ist alle. Okay, ich bin noch nicht richtig ausgerüstet für die Wüste. Ja, das sind wir alle nicht. Du musst roten Tee mitnehmen. Hab ich. Also? Ist schwierig. Also wir haben es auch letztes Mal wieder gemerkt, ne? Ja. Schon schwierig gemacht. Auf jeden Fall. Haben wir noch Holz in der Base? Wow, haben wir Eisen. Haben wir genug Holz? Nope. Also ich sehe es nicht, in der Rohstoffkiste nicht. Oh, altes Geld, können wir Papier machen. Ist ja richtig gut. Okay, ein bisschen Inventar aufräumen hier. Holz muss ich mir ein bisschen was besorgen gleich. Die Frames reinziehen. Sorry, Leute. Okay, das habe ich hier aus irgendeinem Grund, habe ich das hier unten drin. Das war, glaube ich, für die Klingenfallen. Und was fehlte mir? Eisen, ne? Was denn? Ich fahre hier durch die Ruckel, die hier so auf der Straße sind. Und jedes Mal... Oh, hier ist jemand. Ich habe ihn gerade einfach mal überfahren. Und bin weitergefahren. Immer wenn du sowas sagst oder wenn du Zombies metzelst oder so, denke ich immer daran an die erste Folge Forest. Nee, 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 ich bin Pazifistin. Macht ihr aus mir. Ihr wart ja gerade dabei am Anfang der Folge, wie leidenschaftlich sie den Zombie gekillt hat. Just saying. Ich fand's schön.
So, ich muss zur Base. Alles gut. Ich bin voll. Hast du Bier gefunden? Mhm. Guck mal, ich bin gar nicht weit weg. Hey, da hinten fährt einer mit dem Motorrad. Ja, ich töte Zombies. Guck mal, aber der hält ganz schön viel aus. Stehst jetzt nochmal auf? Steh auf. Super. Steh auf. Ich finde das ganz schlimm, dass bei Essen benutze steht und nicht ess. Also. Gegrilltes Fleisch benutzen. Ja. Dann werde ich satt. Wenn ich es benutze. Das klingt auch ein bisschen falsch, ne? Ja, ein kleines bisschen. Ne? Wer weiß, was die in der Apokalypse so machen, die Leute. Die essen es nicht, sie benutzen es. Gut. Haben wir gesagt, mit den Sensoren lassen wir erstmal. Wo ist denn die Lasko-Kiste hier? Boah, ist die voll. Haben wir denn da alles Schönes? Ach, alles, was man so zum Craften braucht, ey. Ach, da habe ich auch noch Granaten versteckt. 14 Stück von letzten Horde. Mein M60, alles. Ich habe jetzt nur die Schrotflinte mitgenommen, um ein bisschen Muni zu sparen, weil ich sonst immer verschieße zu gerne. Cash. Ich hab Standbild. Was machst du denn da? Ich bin vom Motorrad abgestiegen. Okay. Hast du nicht die Einstellung letztes Mal geändert? Doch, hab ich. Ich fahr mal zum Airdrop, ne? Jo. Na warte, letztes Mal ist auch nichts passiert. Naja, ich warte. Mann, ist doch kacke. Alles gut. Puh. Geschossspitzen. Bleib, was ist hier los? Wieso gehen die nicht weiter hier? Geschossspitze. Grober Schrot. Das war gefährlich. Was machst du denn? Ich bin durch ein Minenfeld gefahren. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, Lasko, was hier, ist los? Ich hab hier draußen. Lasko, Hilfe. Ja, dann sag, was los ist. Eine kleine Horde. Okay, okay. Okay, eine kleine, langsame Horde. Ist alles gut. Ich hab einen Hammer. Wir gegen den Rest der Welt. Nein, aber. Geh doch sterben, Mensch. Sind sie dabei? Zack. Oh. So, erstmal einen Schluck trinken, ganz cool von den Gegnern. So ein bisschen Heat Resist wäre nicht schlecht, ne? Ja, wir haben Klamotten in der Base. Mal so ein bisschen die Wüste erkunden. Wüste erkunden, ne? Das wäre doch mal super. Oh, ein Lootbeutel. Ja, so, ja, da war auch einer da hinten schon. Antares, bist du in der Nähe? Nee, ich bin in der Wüste. Schade. Zwei Beutel. Oh, ich wollte einen Headshot. Entschuldigung. Dann ruf mich doch nicht, Mann. Doch, ich hätte das auch nicht geschafft. Hier, das ist für dich, Loot. Das ist überwiegend Essen. Und ein Helm, wenn du möchtest, mit Licht. Ich nehme erstmal alles mit. Hier ist noch ein Beutel. Oh, das ist mein Lootbeutel. Mit Muni und Messing. Perfekt. Ist jetzt Ruhe. Kann ich jetzt mal Motorrad einsacken? Ich wollte auch hier ursprünglich was machen. Warte mal. Oh, Wasser. Wasser ist gut. Ich fahre jetzt durchs Wasser. Das wollte doch schon jeder mal machen. Mit dem Motorrad auf jeden Fall. Elektrozaunpfosten, das ist doch schon mal ganz gut. Wir machen einfach mal 5 Stück nochmal. Ich kann nur. Ach so, elektrische Teile. Ach ja, da war doch was. Und elektrische Teile fehlten uns hier und alles. Elektrische Teile, genau, das war das Problem. Darum konnte ich auch keine elektrischen Fallen mehr weiterbauen. Das war der Fehler im System. Das sind keine Heidelbeeren. Heidelbeeren? Ja, ich brauche Heidelbeeren. Haben wir keine im Garten? Die sind noch nicht fertig. Leider, leider.
höre was. Das ist schön. Knochen. Zement. Ach, so einer. Voll enttäuscht. Oh, oder? Blaubeerkuchen. Ich bin aber schon voll. Puh, so, hier läuft alles gut. Zement, wo packe ich den Zement rein? Bei Rohstoffen? Ja. Blei. Oh, wir haben noch ganz viel Blei. Mein Gott. Ich dachte, ich habe so viel gecraftet. Wow, er will hier mitgekloppt, hör mal. Oh ja, auf jeden Fall. Was ist los? Die Grünen, wie heißen die nochmal? Ach du Heilige. Die Grünen, wie heißen die nochmal? Die Grünen. Das sind meine Kollegen, Alter. Ich bin auch grün, ey. Ja. Die Grünen, wie heißen die? Antares, Antares 1, Antares 2. Alter, mit dem letzten Schuss, ey. Mit dem letzten Schuss und dann musste ich nachladen, ne? Ja, ich steck dir. Oh, ich hab noch nicht nachgeladen. Gott, jetzt sterbe ich. Nein! Du bist gerade durch die Tür gebackt. Ja, ich hab eine Eisenrüstung, Mann. Und einen Dickkopf. Wie das aussah. Aua, ich geh mir jetzt eine Schmerztablette reinziehen. Wo ist die Medizin drin? Jasmin, hier. Ich weiß nicht, wo ich sowas jetzt reinmachen soll. Was ist das? Ein Sensor, also Elektrik. Das kommt, mache ich einfach hier vorne in die Mischkiste mit rein. Achso. Da sind auch die Fahrräder und so drin, ne? Die Farben und die Herausforderung. Herausforderung Frauenheld. Das läuft ja mir nicht hinterher, ne? Und die will ich haben. Nein, Quatsch. Stein. Eisen. Sand. Das kann man alles da einschmelzen. Und Blei. So. Ziehen wir. Oh, was? Ach, ich dachte schon. Ich dachte, wir haben 1000 Knochen. Das waren Fehler, ey. So, Sand. Sand, 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 Sand. Wo war jetzt der Blaubeerkuchen, den ich mir einpacken wollte? Du klaust einfach Blaubeerkuchen? Nee, ich klau den nicht. Ich nehme ihn nur mit. Du musst ihn irgendwo entwendet haben, also. Hallo? Kellas. Ja, weiß ich auch nicht. Sind nur 6000. Die Zombies, die irritieren mich hier. Hier ist er bestimmt irgendwo. Seit wann irritieren dich denn Zombies? Ja, ich wollte mir nur den Blaubeerkuchen rausholen, aber hier sind überall Geräusche von Zombies, ne? Vielleicht bin ich wieder tot. Ich gehe eine Runde spazieren. Nimmst du eine Axt mit? Kann ich machen. Cool. Wir brauchen für alle Schmiedenholz. Okay. Ich bring Holz mit. Das ist cool. Schießpulver haben wir. Gut. Ihr merkt, ne? Langsam kommt wieder rein, es passt. Ich gehe jetzt nochmal zurück zur Base, obwohl ich jetzt nicht... ja, ich konnte jetzt... Doch, ich konnte einen machen, oder? Einen Elektrozaunpfosten oder nicht? Einer war da drin, oder? Ja. Den machen wir eben immer mit. Weil ich denke, vielleicht ist die eine Strecke irgendwie zu lang und die Verbindung geht dann nicht weiter. Wir werden sehen. Jo. Rezept Pilzsporen. Was? Dafür kann man Rezepte haben? Okay. Echt? Ich nicht. Ich dachte, man findet einen Pilz und zerlegt den. Oder bekämpft ihn. Na, so blöd bin ich. Oh, ein Screamer, ich höre dich. Komm her. Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr, wo der Blaubeerkuchen war. Weißt du, so bist du. Wow, Kollege. Wo ist er? Du brennst doch. Das
Screamer ist tot und Zombies. Oh Gott! Ja? Nein. Bitte? Ja Gott, machst du, wenn man nicht braucht? Wo bist du eigentlich? Looten! Looten will hier, ich! Was eine Frage. Dieser Ur-Feral kam auf mich zugerannt. Der sieht ja schon gespenstisch aus. Ja, den, so einen hatte ich eben auch. Boah, der ist ja riesig und mit den Armen und wieder am Bluten ist, ey. Mhm. Was ist mit dir? Stehst du jetzt nicht mehr auf oder was? Ich geh gleich gucken und dann schießt du wieder auf den Toten ein. Hier geht's gleich. Der steht ab. Nicht mehr auf, der ist tot. Ach, der war noch einmal tot. Noch zweimal zwei Schüssen ist nur einmal umgefallen, aber nicht zweimal. So, was für ein Test. Ja. Das hat mich jetzt wirklich enttäuscht. Ich bin stolz auf dich, war ein guter Treffer. Also. Aha, okay. So, ich springe jetzt mal hier runter. So. Okay, es war schön mit dir. Stolperdrahtpfosten. Brauch auch eine. Verbinde zwei oder mehr von diesen, um elektrische Ereignisse auszulösen. Was steht denn bei dem? Feinsätze. Aha, okay. Es gibt noch Stolperdraht. Dann löst man elektrische Ereignisse aus. Den Elektro, den ich geplaced habe, der ist zum Unterstrom setzen. Also frage ich mich jetzt, was elektrische Ereignisse sind. Autsch! Bestimmt, aber was für ein Autsch? Vogel. Geier. Vogelautsch. Achso. Ist tot. Aber der hat mich infiziert, ne? Ich habe Antibiotika. Ja, ich wollte gerade sagen. Das sollte jetzt kein Thema mehr sein. Ja, wir brauchen dringend elektrische Teile. Weißt du, wo du elektrische Teile am besten aus diesen Schaltanlagen, da in diesen ganzen Army-Bunkern da, die Dinger, weißt du? Mit den ganzen Knöpfen, diese Puls. Electrical Parts, weißt du, ja, die kriegt man auch aus Klimaanlagen. Ja, genau. Ich hab dich nicht verstanden, das Minus. Kommandozentrale. Ja, genau so. So, immer ausprobieren hier mit der Zementsäge. Zack. Jo. 61 Zement. Wow, okay. Aus einem. Ja, das spart natürlich Zeit, ne? Weil ja. Das dauert schon eine Zeit im Betonmischer. Wie gesagt, super Tipp, wenn es schnell gehen muss. Ansonsten mein Tipp immer grundsätzlich, wenn man weiß, man will mit Zement bauen. Sobald man Schmieden bauen kann, eine extra Schmiede und alles, was man an Stein findet und ausbuddelt, direkt da rein. Ja. Einfach rein. Ich werde dann jetzt mal auf Suche nach Klimaanlagen und so ein Krams gehen und hol Electrical Parts raus. Jo, weil ich brauche die sogar zum Reparieren. Da fallen sie gerade. Ah ne, da brauche ich Stahl für. Stahl. Aber den Elektrozaunpfosten kann ich nur mit Elektro Parts reparieren. So. Fand jetzt aber nicht. Okay, ich glaube, die Seite waren sogar nicht fertig, ne? Aber die haben sich schon schnell durch das Stahl gehauen, muss ich sagen. Ich habe auch 4x4 Truck und so Rezepte. 5er AK. Könnt ihr nachher mal reingucken. Ja, klar. Och, Antares, erschreck mich doch nicht so. Beton. Zack, Gyrocopter Rezept. Ah, Leute. Yes. Okay, ich muss euch nochmal sagen, und zwar zu dem Kommentar von vorhin. Ja. Mit den feuchten Betonblöcken, die ich gesetzt habe. Die scheinen aber noch nicht richtig das Beton zu sein, was man aufwertet. Also ich glaube, das, was man jetzt selber herstellt, ist nochmal stärker, weil ich kann jetzt die feuchten Betonblöcke nochmal mit 10
Betonmischung aufwerten, was die Sache auch nicht mehr günstiger macht, weil die anderen auch 20 kosten. Ja, das ist normal. Also das war auch schon immer so. Nein, nein. Also wenn ich das Stahlgerüst gesetzt habe und Beton reingemacht habe und das war dann ausgehärtet, konnte ich direkt Stahl drauf blättern. Ach so. Und die feuchten kann ich jetzt halt jetzt, also ich habe die halt gesetzt. Also ich kenne das mit dem feuchten Betonblock, den playst du und das muss dann, das dauert dann eine Weile, bis es trocken ist und dann kannst du nochmal Beton ausbauen, ne? Habe ich die doppelt aufgewertet? Nö, nee, einmal, oder? Ich glaube. Also die sehen da oben jedenfalls so aus. Ich meine, ich habe die nicht nochmal mit Beton aufgewertet, sondern nur Stahlgerüst und die Betonmischung rein. Fertig. Hm. Aber vielleicht vertun wir schon wieder. Jedenfalls sollte es so sein, dass das bei den Feuchten nötig ist, die nochmal aufzuwerten. Und bei den nicht, also da die im Gerüst, die Dinger, ja, dann ist es nicht günstiger. Weil jetzt verwerte ich wieder jeweils 10 Betonmischungen, um die eigentlich fertigen feuchten Betonblöcke jetzt doch nochmal aufzuwerten. Und dann ergibt sich auch der Sinn nicht, wieso das jetzt besser wäre. Okay. Also für mich nicht jetzt gerade. Ja. Ich werde bestimmt von euch eines Besseren belehrt. Ist auch gut so. Weil sonst sterbe ich blöd. Boah. Was denn? Ja, mir geht's auch gerade nicht so gut. Mir geht gerade das Benzin aus. Und das ist 20.30 Uhr. Und du bist... Ach, 500 Meter, das schaffst du schon. Außer dein Motorrad ist voll. Ja, soll ich schnell zu dir kommen? Ja, ich hatte vor, mich irgendwie zu verschanzen. Ich kann dich auch abholen. Ja, ich komme gleich zurück. Okay. So, wir gucken jetzt nochmal hier den Elektrozaun... Pfosten. Wo fehlt denn der jetzt? Hier. Oh, Jasmin, du hast Besuch. Bist du in der Base? Ja. Eine Screamerin kloppt heftig auf deine Hedge drauf. Das habe ich gar nicht gehört. Ja, ist jetzt tot. Aber hat nochmal geschrien, oder? Vorsicht, die fällt dir entgegen. Guck auf Füße rein. Ach, ja. Ich gucke nach oben, mache die Kacke. Gibt doch nichts über ein Stück Fuß im Gesicht. Halte Kusche. Nein. Ein schöner Zombie-Fuß. Oh Mann. Ich hab mir schon wieder das Bein gebrochen. Ich glaube, der Andi wollte euch nur ärgern und denkt so, ah, da gibt's doch so einen Bug im Spiel mit Heuballen, warte mal. Ich schreib den mal, die sollen Heuballen placen. Und die machen das noch. Oh, waren wir hier schon? Ja, ist alles kaputt. Wie gesagt, halte einfach nur nach Rotframes Ausschau. Ja, ich eben auch schon gesehen. So, geht's jetzt? Mal gucken. Aha, aha, aha. Also ihr müsst gucken, dass die Abstände von dem... Was ist denn das? War ich denn hier falsch? Wieso kann ich denn das jetzt nicht mit dem... Ach so, weil... Aha, okay. Ja gut. Klar, weil die Strecke irgendwie noch zu lang ist. So, 21:30, ne? In der Base. Jo. Dann brauche ich wohl noch einen, der hier ist. Ja, mal gucken. Ich tüftel noch ein bisschen rum. Also in der nächsten Folge jedenfalls. Aber es sieht doch schon nach was aus. Ich muss da oben noch was drauf, ich muss noch weiterbauen. Ich habe einfach aufgehört zu bauen. Ich mache mir ein paar Stahlgerüste fertig, Betonmischung müssten wir noch haben, hoffentlich. Wenn nicht, dann mache ich jetzt noch Betonmischung fertig. Die Nailgun, die hat was. Optisch von der ersten Pistole bei Fallout, die man so in der Hand hat, ey. Bisschen so aus. Ja, ich werde auf jeden Fall in der nächsten Folge nordöstlich da oben, wo wir auch die Horde-Base hatten, in diese Stadt mal, weil die noch nicht komplett aufgedeckt ist. Und da gibt's viele Bereiche, die so aussehen, als wenn man da vielleicht was ernten kann. Das ist gut. Oh, ernten. Okay. Ja. Nimm das mal bitte. Antares, wo bist du? Ich? Hier, bitte? Ja. Ach, wie geil. Oh, cool. Ey, komm, wir haben ein Menü. Danke. Ja, ab ins
Ab in die Küche. Ach ja, das ist ja mein Stuhl, ne? Das ist deiner. Ja, Entschuldigung. Nein, ich bin der Schiefe. So. Die Eisenrüstung macht's schwierig. Okay, was isst ihr zuerst? Oder seid ihr so die, die auf dem Teller alles gemischt essen? Oder fangt ihr irgendwo an und das Beste zum Schluss? Ich esse Gemüse und dann Beilage und dann das Fleisch. Perfekt. Und alles? Alles. Ah ja, scheißegal. Ich vergaß. Antares ist da so rein. Mehr. Fleisch, alle. Hat jemand noch Fleisch? So, sehr geil. Gemüse, Beilage und Fleisch. Vielen Dank fürs Zuschauen, Buddies. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir wieder vergessen, was wir tun wollten. So. Genau. Bis dahin. Auf Video sehen. Fast synchron. Tschüss. Tschüss.